Guten Morgen, ihr Lieben, zumindest hier im Spiel, wenn die Folge erscheint, ist es ja eher abends. Und willkommen zu einer neuen Daddelzeit hier mit My Time at Portia. Haben wir hier neue Post oder so? Ne, sieht nicht danach aus. Allerdings haben wir Bronzebarren, Kupferbarren und bisher nicht so viel Glas, wie ich gerne hätte. Aber das kommt ja noch alles. Kommt Zeit, kommt Rat, kommt Konrad. Ihr kennt es ja. So, 8 Kupferbarren. Oh, da kann noch mehr rauskommen. Da kann ruhig noch mehr. Allerdings wollte ich ja mal hier mit der neuen Spitzhacke nachgucken, wie gut die hier rumfluppt. Wenn wir uns mal anderen Steinen widmen. So, aber erstmal das mehr oder weniger gratis Holz aufsammeln. Und jetzt können wir uns mal richtig ausprobieren. Hier haben wir ja diese massiven Brocken, die wir angehen können. Jetzt, ja, können wir wirklich. Na, was bringt ihr mir? Ja, Kupfer und Zinn. Habe ich doch schon fast geahnt, dass das da ordentlich gute Sachen gibt. Nee, das ist mir noch eine Stufe zu hoch. Auch egal. Oh, dann können wir uns ja fast auch schon mal der besseren Axt widmen. Weil erstmal reicht ja die simple Axt im Großen und Ganzen noch aus. Yay, Level up. Das können wir tatsächlich sogar fällen. Okay. Gefällt mir schon mal. Genau, wir wollten ja ein kleines bisschen mehr Holz auf jeden Fall haben. Dann nochmal hier ein bisschen abbauen. Ist ja auch hier so mein Motto. Stark anfangen, noch stärker abbauen. Das ist so ein Lebensmotto für My Time at Portia. So, jawohl. Immer schön so ein kleines bisschen Zinn, ein bisschen Marmor, ein bisschen Sand, ein bisschen von allem. Die Mischung macht's. Da gibt's ja von eure Mütter auch das schöne Lied Duse Mische, das sich genau mit dieser Thematik befasst. Und ein noch kommen. Dann ist erstmal aber Schluss. Dann können wir vielleicht mal nach diesen Sea Urchins gucken. Wo wir die finden, wäre gar nicht mal so schlecht zu wissen, wo... Ah, so ein Filur aber auch. Einfach hier so eine Truhe. Okay, trockene Apfelringe. Warum nicht? Hier kommt man einfach so rein in die Stadt. Interessant. Was haben wir hier? Nee, das ist nur eine Baumwurzel. Die ist nicht ganz so relevant. Aber wir wollen ja hier mal ein bisschen erkunden. Wobei, wir können erstmal das Glas abgeben. Müssten eigentlich die letzten Dinger, die wir brauchen... Ja, nein, nicht ganz. Nur 5. Schade. Ich dachte, da wäre vielleicht schon Nummer 6 auch fertig. Nö, dann gucken wir doch nochmal. Und demnächst müssen wir auch echt nochmal die Veredelungsmaschinerie für... Dingensbums. Für sag schon Stoff und Co. irgendwie auch noch bauen. Wäre gar nicht mal so schlecht und auch wenn wir irgendwann mit Landwirtschaft anfangen, ich glaube, dann wird die Scheiße auch wichtig. Deswegen nehmen wir einfach mal ein bisschen Scheiße mit. Warum nicht? Ah nee. Sea Urchins, das waren ja, stimmt, das waren ja die Seegurken, die fliegenden. Auch irgendwie so vom Design her total kurios. So, komm her, du Luder. Upsala. Der hat mir Schaden gemacht. Wie kann er es wagen? Du Infarmer. Und da sind noch mehr von den Viechern. Jo, warum eigentlich nicht? Kann man hier schwimmen? Ich weiß es gar nicht. Nein, kann man nicht.
Wir sind schwimmresistent. Ja, wenn ich nicht schwimmen kann, dann lasse ich es auch lieber. Man muss ja nicht unnötig etwas riskieren. Mal sehen, vielleicht finden wir ja in diese Richtung noch ein paar mehr von den Fleischviechern. Oder auch nicht. Ich habe nicht wirklich hohe Chancen hier in Aussicht. Ah doch, da hinten. Haha. Na gut, dann werde ich diese Mistviecher auch nochmal irgendwie zerknattern. Und dann kann ich immer noch mit dem Glas zu Antoine gehen und ihn meine Ergebnisse stolz präsentieren. Ey, Alter. Willst mir doch wohl nicht Schaden zufügen? Mal sehen, vielleicht ist ja auch beim Wasserfall irgendwas Interessantes zu sehen. Man weiß ja nie. Uiuiui, eine Level 9. Ich dachte schon, der wollte mich angreifen. Ha. Aber wer würde das schon wagen? Das traut sich doch niemand, sich mit mir anzulegen. Nein, 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 nein. So, sieht ja ganz schnieke hier aus, der Wasserfall. Ich habe eigentlich gehofft, dass wir hier irgendwas vorfinden. Zu früh, gehofft. So, da heben wir noch die Spines auf und dann ist Ende Gelände. Zumindest für heute. Och, den haben wir noch gar nicht kennengelernt hier. Papa Bär. Ach, Papa Bär, du. Sehr gesprächig. Ich möchte noch mehr mit dir reden. Oh ja, das ist, ich bin voll deiner Meinung, Papa Bär. Ich mag ihn. Dafür muss man die Entwickler doch knuddeln, dass die Sonne komischen Gestalten einbauen. Aber ich möchte mal kurz gucken, die Map hier. Ah, da kommen wir irgendwann vermutlich auch hin. Oder nee, da können wir vermutlich jetzt schon hin, oder? Ist das die Gesamtmap oder geht hier noch mehr irgendwo an irgendeiner Stelle? Wird interessant, ob es hier noch weitere Orte irgendwann geben wird oder nicht. Und wie wir wohin kommen. Wir werden es sicherlich noch erfahren. Mal sehen, ob in diesem Let's Play oder ob auch später nochmal neue Gebiete nachgereicht werden. Jedenfalls bin ich gespannt, was die Entwickler noch damit vorhaben. Leider sind sie mit ihrem erst erfolgreicheren Spiel, war das Space Explorers oder wie das hieß, nicht allzu sehr beschäftigt, was nachhaltige Spielpflege anging. Und die planen ja auch My Time at Port hier eigentlich dieses Jahr noch rauszubringen. Das ist das Einzige, was mich so ein bisschen skeptisch macht. Ich hoffe, dass im Falle einer sehr erfolgreichen Early Access Phase, dass die vielleicht noch ein paar Features mehr auf den Plan nehmen, das Spiel noch mal runder machen, als sie es vielleicht ohnehin planen. Aber erstmal überhaupt sehen, wie viele Features die bereits haben. Ich habe ja auch nur, denke ich, an der Oberfläche gekratzt. Wir müssen hier ein bisschen nachfüllen. Shit! Okay, ich hab's verkackt. Ich geb's ja mal offen zu. Was haben wir denn hier überhaupt so? Was brauchen wir für... Jetzt, wo das Ganze erstmal wieder braucht. Skiver! Holz... Ah, ja, man kann tatsächlich irgendwelche Gefährte bauen. Ein Grill. Wassertank. Wassertank braucht... Achso, das kann man ja relativ gut bauen. Ich meine, ein paar Boards, ein paar Bricks und... Gut ist das Ganze. Braucht man vermutlich für Farmangelegenheiten, würde ich behaupten.
Genau, den Basic, Skiver, Skyver, wie auch immer, den bräuchten wir, glaube ich, als nächstes, oder? Ja, viel anderes können wir ja gar nicht. Wir brauchen Bronzerohre. Kann man machen. 4 Bronzebarren brauchen wir und ein bisschen Marmor, das wir verformen können. Ach. Auswählen natürlich. Wenn schon, denn schon. Dann können wir ja mal ein bisschen Zeug in die Hand nehmen. So, das kann weg. Das kann ebenfalls weggeballert werden. Das auch. Ja, das brauche ich nicht so wirklich. Jo, nehme ich das nochmal mit und dann auch noch, jo, davon habe ich auch genug. Dann möchte ich einmal hier ein, nee, 2 muss ich davon, glaube ich, machen, ne? Ja, machen wir mal 2 davon. Habe ich doch jetzt nur 2, oder? Ja, ein Bärchen. Und hier müssen wir einmal so eine hier herstellen. Perfekt. Machen wir mal 2 draus. Wenn schon, denn schon. Komm, das packen wir jetzt mal gleich da rein. Weg damit. Das kann auch irgendwie weg. Dito. Weg mit dem Sheet. Uiuiui. Ja, da sammelt sich langsam schon was an, was Stein angeht. Das gefällt mir. Das ist eine runde Sache auf jeden Fall. Und bald haben wir dann die nächste Werkbank auch noch. Es läuft eigentlich relativ rund bei uns. Ich brauche jetzt nur dieses scheiß Glas. Na, so lange kann ich noch ein paar Sachen aufsammeln. Auch nicht schlecht. Holz brauchen wir, glaube ich, eher. Wobei, auch nö, nehmen wir auch nochmal hier so ein paar Beeren mit. Und dann nochmal Holz. Und dann hat die liebe Seele aber richtig Ruhe. Mann, das ist ja auch schon wieder spät. 18 Uhr etwas. Dauert länger als gedacht, das Ganze. Ja, Glas. Perfekt. Einmal Glas, dann können wir das Ganze auch mal abgeben. So wollen wir das haben. Und dann gehen wir doch mal zur Handelsgedöns und hoffen, dass da noch jemand da ist, der uns das Ganze abnimmt. Aber da ist zumindest ein Fragezeichen. Von daher sieht das gar nicht mal so blöde aus. Da ist er ja auch. Antoine, ich hab was für dich. I know who you are. I'm Antoine. We'll probably be seeing each other a lot. Ach, den musste ich erst noch kennenlernen. Okay. Die Commission wollen wir abgeben. Genau, der Auftrag. Und der ist begeistert von unserer schnellen und effizienten Arbeit. Wir haben uns etwas Gold neu in die Tasche gebracht. Er ist glücklich. Was wollen wir mehr? Wobei, hier haben wir ja, was wir mehr wollen. 2 Wassertanks. Oioioi. Für 700, 100 Erfahrung und Prestige gibt es auch ordentlich dafür. Wir können natürlich auch wieder unsere beliebten Wooden Storages bauen. Ich würde tatsächlich sagen, wir gehen die scheiß Wassertanks an. Wobei, was haben wir hier? Oh, das sind die, nee, davon brauche ich erstmal selbst. Das scheint mir von den Rohstoffen irgendwie angenehmer. Leck mich am Arsch. Wir bauen 2 Wassertanks. Wird schon schief gehen. Und danach können wir uns richtig was leisten. Ja, wir machen das. Ich habe vollstes Vertrauen in mich. Scheiße. Wenn ich in mich vertraue, dann bin ich doch verloren. Haha, ich habe eine Idee, ich habe eine Idee. Och, kann ich da nicht raufspringen?
Oh, schade. Ich dachte, der würde auch mit mir drauf vielleicht seine Übungen machen. Das wäre ein drolliges Feature gewesen. Aber offenbar kann man in diesem Spiel nicht alles verlangen. Schade eigentlich. So, wir haben auf jeden Fall schon mal die Platte platziert. Brauchen wir nur noch eine Sache. Und die ist auch so gut wie... Ach, goldig ist das. Dann platzieren wir auch das hier noch irgendwie. Und fertig ist die Laube, beziehungsweise die Werkbank. Und dann können wir Sachen craften. Yes! Zum Beispiel Ropes, Cutten from Class... Oh, das müssen wir kaufen offenbar. Schade. Das ist allerdings Loot. Wieso kriegen wir... Wieso müssen wir Cutten kaufen? Finde ich jetzt irgendwie nicht so schön. Wobei... Ja, klasse. Wieder hier. Mäh. Zumindest da... Ach, dafür brauchen wir... Tree-Sap. Gut zu wissen. Leder. Nur ja, das können wir alles selbst herstellen. Das finde ich gut. Da haben wir nichts. Allerdings können wir ja mal hier in Richtung Wassertank gehen. Da haben wir das Ding. Ein paar neue Woodenboards brauchen wir, genau. Aber die kriegen wir ja schnell hergestellt. So, einmal das hier abgeben und dann... Genau, einfach mal... beauftragen. Und gut ist die Sache. Hoffe ich zumindest, dass die gut wird. Ich brauche wieder mehr Holz. Ich gehe irgendwie so ein bisschen out of wood. Das gefällt mir nicht ganz so. Das kann ich wegpacken, das kann ich wegpacken. Das brauche ich auch nicht mehr. Und die Scheißdinger kann ich nicht loswerden. Oder habe ich hier irgendwie was Steinmäßiges, was ich aufnehmen kann? Das mir in irgendeiner Form weiterhilft? Nein. Schade. Dann muss ich das Ganze doch irgendwie hier abgeben. Nee, ich habe nicht mehr so viel Platz im Inventar. Ich muss noch eine Kiste bald bauen. Aber nicht heute. Da mangelt es mir noch so ein bisschen an Holz. Wir gehen für heute einfach mal ins Bettchen. Und ja, am nächsten Tag haben wir irgendwann... Nee, irgendwann hier, wenn die 14, etwas Stunden vorbei sind. Genug Holz, um zwei Wassertanks zu bauen. Und... dann wird alles besser. Für heute aber erstmal ciao, ciao und schaltet unbedingt wieder ein, wenn es heißt Daddlezeit mit My Time at Portia. Tschüssi!